Und raus mit den Posen. Ja, wie beim letzten Livestream, heute auch hier nochmal an dem Spot an der Tunguska komplett auf Pose. Und zwar jetzt heute mal mit zwei Posen. Das heißt, das wird schon direkt wieder ein bisschen stressig. Wenn du da stressresistent bist, kannst du natürlich auch gerne versuchen, hier mit drei Posen gleichzeitig hier an der Stelle zu angeln. Auf was gehen wir? Wir hoffen auf Prosopium und es gehen höchstwahrscheinlich einige von den kleinen sibirischen Maren rein. Ich habe es gerade ausgeworfen. Wir haben es jetzt gerade 4 Uhr oder ja, gleich schon 5. Und es geht langsam los hier an dem Spot. Zack, und da schießt es schon runter. Und wir haben den ersten Brocken hier auch schon dran. Ja, ich hoffe hier auf richtig schön große Fische. Die Frequenz ist richtig, richtig gut hier, die jetzt die Tage nochmal wieder die kleine sibirische Maräne hier als Trophy abgehakt oder mal wieder gefangen, abgehakt ja schon seit langem, aber ja, das scheint hier gerade wieder richtig gut zu gehen und dazu kommt, dass eben auch das Prosopium hier gerade gefangen wird, immer mal wieder, mal eben hier die Bremse, so, den Bügel wieder aufmachen. Immer schön treiben lassen. Ja, vor ein paar Tagen, wie gesagt, ging es schon richtig gut los. Heute habe ich es noch nicht probiert. Ich hoffe einfach, dass das heute genauso gut weiterläuft wie vor ein paar Tagen. Ich bin mir gerade noch nicht so ganz sicher, wo ich hinwerfe. Ich hatte mal eine Zeit lang jetzt einfach hier so gerade ausgeworfen oder auch mal hier so gerade raus. Und jetzt machen wir einfach mal schräg in die Richtung. Das muss man natürlich testen. Egal, also je nachdem, wo man hinwirft, durchquert man natürlich verschiedene Spots. Und auch ruhig ein bisschen weiter treiben lassen bis hinter diesem Baum. Also ruhig ein bisschen dahinter noch treiben lassen. Denn da kann dann auch immer mal wieder noch was reingehen. Auch dahinter waren dann noch Prosopium. Und das macht es natürlich hier dann immer so stressig. Genau im richtigen Moment anschlagen. Das ist immer der Knackpunkt. So, Alter, guck mal. Also, 390 Gramm, das sieht doch schon ganz gut aus. Wir können da aber auch gerne hochgehen. 500 plus oder sowas, das wäre schon angenehm. Gucken wir mal, was hier noch abgeht. Auch bei dem Prosopium mit 1,3 Kilo wäre sensationell. Ja, Pelletmarine ist auch immer wieder mit dabei. Pelletmarine, manchmal auch so eine arktische Marine. Selten dann eben auch mal Forellen oder die Eschen, je nachdem, welchen Köder man verwendet. Zuletzt die Trophy hatte ich auf Doppelköcherfliege. Und auch tatsächlich, also Köcherfliegenlarve und auch tatsächlich ein paar Prosopium auch auf Doppelköcherfliegenlarve. Aber wenn man jetzt so in die Rekorde reinschaut, dann sieht man tatsächlich die richtig großen Brocken auf der Kombination Eintagsfliegenlarve mit Köcherfliegenlarve. Jo. Und entweder ist das nur übelster Zufall oder das funktioniert tatsächlich, dass das eben auf dieser Kombination mit den größeren Prosopium einfach besser läuft. Na guck, die nächste Pellet. Ja, im Großen und Ganzen sind natürlich die Fische, die jetzt hier gerade reingehen, auch alle übelst ergiebig. Wenn man sich hier hinstellt, um einfach ein paar Skillpunkte zu machen, fürs Posenangeln zum Beispiel, dann lohnt sich das. Einfach natürlich auch mit der Stippe hier anfangen oder mit der Bolognese-Route. Relativ fein und klein. Ich bin hier nur auf 5,5 Kilo vom gesamten Setup. Mit der Stippe würde ich, glaube ich, ein bisschen größer reingehen, wenn hier mal so eine große Bodenränke reinballert mit 5, 6 Kilo oder sowas. Dann ist man da natürlich übelst am Limit. Also mit der Stippe vielleicht ein bisschen stärker reingehen, so um die 9 Kilo vielleicht. Ansonsten stand ich hier auch schon mit 15 Kilo Fluoro komplett. Allerdings dann, ja, doch eher gezielt auf die etwas größeren und nicht wie jetzt hier gerade auf die ganz kleinen Kandidaten. Zack, da geht noch was schnell rein, aber war zu spät. Dieses ganz schnelle und dann keine Chance haben für den Anschlag, das sind meist eben die Forellen. Die gehen auch immer mal wieder mit rein. Wir probieren es mal jetzt hier so in dieser Richtung. So, immer ein bisschen Abstand halten von der Kante, dass man die Ruten auch schnell abstellen kann.
Und wie gesagt, wenn die Frequenz passend ist für euch, dass ihr auch drei Routen hinstellen könnt, dann Attacke, dann ruhig mit drei Routen. Ich finde es manchmal einfach dann zu stressig, vor allem dann auch gleichzeitig noch mit der Aufnahme, dass man dann auch noch die Konzentration hat, im richtigen Moment anzuschlagen, wieder auszuwerfen, Bügel wieder aufmachen, treiben lassen, Anschlag verfehlt, zack, wieder zurückgehen. Also das sind einfach so Sachen, das muss dann alles passen, da muss man sich mal ein bisschen drauf konzentrieren und dann läuft das aber auch. Dann kann man auch tatsächlich mal ein bisschen Gas geben und hier richtig auch gut Silber machen. Da geht noch was rein, ein bisschen oberflächennah, was haben wir denn da? Na, Regenbogenstint. Fehlt mir auch noch als Trophy. Würde ich auch noch mitnehmen. Warum auch nicht? Aber grundsätzlich, ihr seht es von der Frequenz her bis jetzt schon sensationell. Und da ist schon direkt der nächste, ja, noch gekriegt. Das ist halt immer so ein Ding, ne? Schnell wieder auswerfen. Aber noch schneller den nächsten Anschlag setzen. Weil der muss halt sitzen. Zack, in dem Moment, wo die Pose runtergeht, zack, sofort hin. So, ja, sieht schon mal ganz gut aus. Ich bin schon echt ganz gut, ganz zufrieden. Bisher leider noch kein Prosopium. Vielleicht gehe ich auch gleich nochmal auf Doppelköder-Köcher. Vielleicht geht ja noch was rein. Aber letzten Endes ist es auch ein super seltener Fisch und dementsprechend muss man eben auch, ja, durchziehen. Durchziehen und hoffen. Apropos super seltener Fisch, übrigens auch Tugun. Tugun war die Tage auch ein paar Mal dran, selbst auf diesem relativ großen Setup. Wir gucken gleich nochmal rein in das Setup. Vom Spot her sollte ja wohl klar sein, ne? Wir sind hier direkt an der Base, gar nicht weit, dass wir irgendwie laufen müssen, sondern direkt lauffaul, wie ich nun mal bin, sofort an der Base hier am Fischmarkt dran. So, den ziehen wir jetzt nochmal eben ein bisschen zurück, machen wieder auf. Andere auch nicht gehakt. Und dann gucken wir hier mal eben rein. Übrigens eine absolute Empfehlung allgemein hier diese Route. Ich würde sagen, mit einer der besten Routen, Matchrouten im Game und absolut prädestiniert für den Start, fürs Matchangeln. Hier jetzt relativ klein unterwegs, wie gerade schon gesagt, 5,5 Kilo Fluoro komplett ohne Vorfach. 6er Haken, der größte mittlere Haken und jetzt eben die Kombination Eintagsfliege und Köcherfliege. Reicht komplett und jetzt gucken wir mal, was da abgeht. Ja, der Vorteil bei der Route sind einfach auch diese plus 5%. Das ist der Knackpunkt bei der Rebellion. Jawohl, den haben wir noch. 5% und den nächsten auch noch. Jawohl, den haben wir auch. Jetzt gehen wir aber erstmal, das ist wahrscheinlich eine Forelle. Das schießt, na doch nicht. Oh, auch eine Marine, auch so schnell gewesen. Und dann gehen wir weiter jetzt auf die hier. So, kleine Pellet. Na, guck. Ja, und so kann das jetzt aber laufen hier. Da wird einem schon direkt wieder warm, ne? Kannst du dir nicht ausdenken. Zack, weiter geht's. Nächste hier. Am besten hat man das in so einem schönen Rhythmus. So, jetzt ist da gerade wieder was dran. Das verscheuchen wir am besten. Auswerfen. Treiben lassen und dann die nächste in der Zeit einkurbeln. Na, ich glaube, es sind entweder einige kleine dabei oder vielleicht einfach noch so ein paar kleine Regenbogenstinte, die jetzt hier so ein bisschen Stress machen. Also immer mal wieder zuppeln und dann nicht hier so richtig beißen können. Anfangs stand ich jetzt die Tage auch mit einem 10er-Haken hier. 10er-Haken oder 8er-Haken, auch durchaus eine Option für eine richtig gute Frequenz. Wenn man da mal ein bisschen Gas geben will, kann man das auch gut machen. Und dann natürlich wieder mit der gleichen Kombination. Wenn man jetzt natürlich gerade noch keine Köder-Kombi kann, dann würde ich, glaube ich, anfangs hier mit der Köcherfliegenlarve hantieren. Ja, genau. Ich glaube, Köcherfliegenlarve. Aber letzten Endes muss man es auch testen, ne? Manchmal geht auch die Steinfliege ganz gut. Eintagsfliege. Und da hinten war auch noch was dran. Auch noch gekriegt. Sehr schön. Das ist das, ey. Zap, zap, zap. Und dann hast du auf einmal auf beiden Routen hier den Biss. Aber so soll das ja. Wir wollen die Brocken ja haben hier. Schön ein nach dem anderen. Am besten in einer guten Frequenz. Ja, so ist das jetzt gut. Die eine treibt schon weiter, während die andere jetzt erst ausgeworfen wird. Und dann kann eigentlich jetzt schon hier die Rote wieder... Siehste, die hat auch schon direkt den Biss.
Die andere treibt dann wieder weiter. Und dann, genau, zieht die sich. Jetzt ist natürlich gerade das Auswerfen aktiviert. Aber kriegen wir noch? Ne, kriegen wir nicht mehr. Dann warten wir jetzt noch ein bisschen. So, und lassen die jetzt erst runter. Dann könnte jetzt die rote hier wieder. Das ist dann halt immer perfekt, wenn man so einen Rhythmus drin hat. Okay, passiert natürlich auch. Und jetzt natürlich auch noch die andere. Aber da ist nur was Kleines dran. So, direkt wieder raus. Und auch nicht gehakt. Das heißt, wir ziehen die einfach nochmal wieder zurück auf einer Höhe. Und dann geht das so weiter und so abstellen. Und so weiter und so weiter. Jo, wird schon fast ein bisschen stressig. 10 Minuten jetzt hier. 23 Fische. Ihr seht also, das ist doch mal ein richtig guter Schnitt pro Minute. Und was das jetzt so an Kohle bringt, ja, gucken wir auch mal eben rein. In 10 Minuten jetzt 80 Silber. 10 Minuten 80 Silber kann man machen, oder? Kann man machen. Bisher noch nichts Besonderes dabei gewesen. Nichts besonders Großes, sondern einfach nur Kleinkram. Erstes Prosopium jetzt in klein. Sehr schön. 1,10 Meter Tiefe. Hatte ich da schon gesagt, wie tief ich bin? 1,10 Meter Tiefe. Also der Köder gar nicht mal so tief unten. 1,10 Meter klappt ganz gut. Wenn du übrigens Erfahrung hast mit Prosopium und verschiedenen Tiefen, auch gerne mal reinschreiben. Vielleicht hast du ja eine Stelle oder eine Tiefe, die für dich noch besser funktioniert hat. Ich hatte das letztens probiert mit 1,10 Meter, war ganz gut. Jetzt heute direkt damit angefangen, geht auch sofort wieder richtig gut los. Ja, winziges Prosopium leider nur. Ich hoffe mal, dass da noch gleich ein größeres reingeht. Wäre natürlich nicht schlecht. Ich bin so ein bisschen am Hadern. Normalerweise übertreibe ich ja gerne auch ein bisschen und versuche hier so ein bisschen die Hakengrößen einfach zu übertreiben, um dadurch vielleicht nochmal etwas besonders große Fische ranzuziehen. Aber beim Prosopium habe ich auch echt so ein bisschen Bange, dass das dann vielleicht einfach zu groß ist. 1,1er Pellet, sehr schön. So, und wenn das dann zu groß ist und dann einfach gar nichts mehr reingeht, das will man halt auch nicht, ne? Und gerade wenn man auf Frequenz aus ist, dann gib ihm. Apropos Frequenz, wenn ihr hier mit einem Vorfach unterwegs seid, am besten auch ein etwas kürzeres Vorfach wählen. Die etwas längeren sind dann bei einer hohen Frequenz vielleicht nicht ganz so praktisch. Die sind dann praktischer, wenn man auf super seltene und ja, vielleicht nicht so ganz gut laufende geht, dass man dann vielleicht die Chance hat, dass der super seltene Fisch dann da dranhakt. Aber bei einer hohen Frequenz hat man vielleicht zu viele Fische, die ankommen, dadurch und dann nicht haken. Die kommen an, die gucken sich den Köder an. Das Vorfach scheint irgendwie zu lang zu sein. Die versuchen zu beißen. Es hakt nicht richtig, dann hauen sie wieder ab. Und dann dadurch versaut man sich quasi dann die Frequenz. Also dann doch lieber schön Attacke Vollgas. Mit einem kürzeren Vorfach oder gar kein Vorfach. Einfach ohne Vorfach mache ich sehr, sehr gerne hier, speziell beim Posenangeln. Vorfach weglassen, komplett auf Fluorocarbon. Hatte ich ja jetzt die Tage nochmal extra anderes Fluorocarbon gekauft. Auch fürs Spinning an der Yama verwende ich das häufig. In verschiedensten Stärken. Hier ist es. 350 Meter passen hier drauf. Gute Qualität. Fluorocarbon komplett in verschiedensten Stärken. Also nicht nur dieses 5,5er, sondern eben auch hoch bis 12, 15 Kilo. So in dem Dreh. Ja, so sieht es aus. 30 Fische hier mittlerweile zusammen. Zack, 32 sogar schon. Leider noch kein richtig schön großes Prosopium. Da geht noch einer runter. Und noch gehakt, jawohl. 1,3 Kilo, das wäre echt der Traum. Vielleicht sollte ich gleich mal die Bremse nochmal eins höher stellen. Und wenn dann da was in die Bremse geht, dann weiß ich, machen wir auf mal 8, dann weiß ich, das ist ein dicker Brocken. Auch schön, auch selten, eine Baikal-Marine. Sehr gut. Kleiner Fisch hier, direkt mit 8 Silber. Und nichts dran. Und hier auch was dran, jawohl. Also, ihr seht, es artet aus, bald in Stress. 35 Fische. So soll das. Hier kann man auch mal richtig schön Wettangeln machen auf Masse. Ja, ich ziehe jetzt hier noch weiter raus. Ich glaube, wir haben alles gesagt und getan und gezeigt. Insgesamt jetzt hier 130 Silber. Wir gucken noch mal rein. 130 Silber, 15 Minuten. Was will man mehr? Es lübt der Lachs. Macht euch voll die Taschen.
einfach hier vielleicht mit zwei Stippen hinstellen oder wenn ihr schon könnt, eben mit Bollo oder Match. Ich hoffe, es hat geholfen. Petri, ihr Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, nicht vergessen, hilft mir mega sogar. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder meinem Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Bis dahin, Petri.